Hey, hey, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary Bonus Part für die PlayStation 3. Welcher Raum ist das hier? Machen wir es anders, wir gehen durch die Galerie. Im letzten Part haben wir, also im letzten Bonus Part, im ersten Bonus Part, haben wir den Croft Manor begonnen. Und in diesem Croft Manor gibt es halt einige Rätsel zu lösen. Wir waren jetzt im Garten, haben außerdem die Pistolen und den Magnethaken. Aber jetzt erstmal holen wir uns noch ein Artefakt und dann machen wir, glaube ich, erstmal in der Schwimmhalle weiter. Ja, in der Schwimmhalle und im Sportzentrum gibt es meinen Erinnerungen nachzufolge, dass diese komische Zange oder was es ist, Schraubenschlüssel, was auch immer, um den Wassergenerator wieder anzudrehen. Und der führt uns ja dann letztendlich zum Ende vom Croft Manor. Aber hier gibt es erstmal, wie gesagt, noch ein Artefakt. Das habe ich so noch ein bisschen in Erinnerung. Es ist echt erstaunlich. Ich habe diesen Croft Manor nur ein einziges Mal in meinem Leben gemacht und ich habe noch so viel in Erinnerung. Wirklich, also so viel habe ich nirgends anders in Erinnerung. Dankeschön. Damit haben wir 5 von 8 Artefakten. Eins weiß ich, gibt es noch in der Schwimmhalle und die anderen beiden sind, glaube ich, im Fitnesscenter. Um das Fitnesscenter kümmern wir uns definitiv als letztes. Weil im Fitnesscenter ist ganz, ganz viel Jump'n'Run. Das ist halt ein einziges großes Jumping-Puzzle, könnte man sagen. Und bei der Steuerung und allem könnt ihr eventuell nachvollziehen, dass ich da nur mäßig Lust drauf habe. Sorry, aber ja, ist so echt. Ist echt so. Gut. Aber hier müsste jetzt doch das Schwimmding sein, die Schwimmhalle, ne? Joa, subidubi. Dich mache ich frei. Das hilft mir gleich weiter, auf die andere Hälfte, auf die andere Seite zu kommen, weil wir waren ja schon da drüben oben, aber hier oben waren wir noch nicht. Da steht ja alles noch offen sozusagen. Komm. Machen wir dann auch gleich noch. Aber jetzt will ich erstmal ganz kurz da drüben, hinter dieser Statue war ja so ein Schussdings. Danke. Und außerdem konnte ich da noch die Statue mit dem Bogen runterschießen. Dann haben wir dann... Ich kann nicht mehr reden, es ist zu spät. Es ist schon nach 0 Uhr, glaube ich. Ah, es ist eine Minute oder 2 Minuten vor 0 Uhr. Alles klar. Die Statue mit dem Bogen können wir runterschießen. Dann haben wir den Bogen immerhin schon mal. Wir brauchen den, wie schon mal erwähnt, erst als letztes. Aber ist ja trotzdem schon mal gut, wenn wir ihn schon mal haben. So, das können wir abschießen. Machen wir gleich, aber erstmal... Oh, nee, da gibt es noch ein zweites Seil, wahrscheinlich auf der anderen Seite. Okay, du öffnest eine Seite unter Wasser. Beziehungsweise unter Wasser ist es normalerweise aber hier heute nicht. So. Dann können wir jetzt hier drüben lang, weil wir ja jetzt den Magnethaken haben. Das ist durchaus praktisch. Ich werde diese Schwimmhalle und auch das Fitnesscenter mehrfach machen müssen, denn ganz ehrlich, bei der Steuerung. So, dann gehen wir wieder wie hier hoch, wie beim letzten Mal. Darüber. Und diesmal können wir uns hier auch an der Wand langhangeln. Denn diesmal bei den Magnethaken, ja. Die Kiste muss ich, glaube ich, runterwerfen. Keine Ahnung. Ach so, ist sozusagen ein Checkpoint. Dann komme ich hier immer wieder schneller wieder hoch. Da haben wir eine Kugel wie Atlas, nur ein klein. Kleines Medipack. Hier lassen wir die Statue runter. Oder auch nicht, uns fehlt immer noch ein Seil. Okay. Ich wollte nicht, dass es auf mich drauf fliegt. Sterben muss hier ja nur nicht sein im Croft Manor. So, rollst du komplett hoch? Ja. Ah, okay, du machst unter Wasser den Gang frei. Da unten lag, glaube ich, noch ein Artefakt und das ist sozusagen so ein kleiner Shortcut, sag ich mal, zum Swimmingpool. Nicht so. Was ist jetzt passiert? Nicht Swimmingpool, sondern zum Fitnesscenter. So, und wie man auch gerade gesehen hat, ein Seil fehlt uns noch. Und ach ja, genau. Ich erinnere mich gerade.
Erst mit der Statue kommen wir ja erst in das Becken selbst rein. Das ist ja jetzt noch zu. Da ist ja alles zugemauert. Okay. Dafür müssen wir irgendwie hier lang. Ich weiß nicht mehr, wie genau das war. Ich glaube, hier musste ich rückwärts springen, oder? Und dann daran, genau. Jetzt springe ich erstmal hier hinter. Hier dürfte das letzte Seil sein, genau. Ja. Ich fürchte, ich muss eine neue Statue bestellen. Lara hat auch so eine Kaufsucht, glaube ich. Hui. Hui. So, hier haben wir dann den Bogen. Zierbogen. Großartig. Und hier in dem Weg dürfte ein Artefakt sein, glaube ich. Richtig, oder? Hm. Ja, genau. Und die letzten beiden dürften sich dann in dem Raum befinden, in den wir jetzt kommen. Und hier, den Schalter kann ich nicht drücken. Fuck you. Weil hier noch kein Wasser drin ist. Moment, ich kann mich da echt nicht ranhängen, nicht gegenspringen oder so. Sonst könnte ich mir diesen coolen Shortcut hier schaffen. Ja, da muss ich scheinbar echt erst das Wasser aktivieren. Das ist ja ätzend. Ich kann auch nicht mit dem Magnethaken runter. Nein, okay. Also müssen wir andersrum ins Fitnesscenter gehen. Wir könnten zwar jetzt unten... Was sage ich denn unten? Ich bin heute irgendwie echt schwer von Begriff. Wir könnten zwar draußen schon den Bogen einsetzen. Im Verlies, im Labyrinth. Bei der Statue, aber ganz ehrlich, was bringt uns das? Ohne Pfeil können wir da eh noch nichts machen. Wir gehen jetzt erstmal ins Fitnesscenter und dann kann es sein, dass wir den Craftmaner schon in diesem Part schaffen. Das wäre sehr cool. Dann kommt danach, das kann ich euch sagen, definitiv noch ein Bonuspart, wo wir uns dieses verschiedene Levelstile Level anschauen. Was ich mir noch nie komplett angeguckt habe, ehrlich gesagt. Und ja. Dann gucken wir mal. Hier sind wir auch draußen. Sehr cool. Denn die Sporthalle des Fitnesscenters ist ein Extraraum. Ja, und da unten ist das Tor, wo wir jetzt gerade nicht weitergekommen sind. So, wie war das jetzt? Hier ist eine 1. Also fange ich einfach mal bei der 1 an, würde ich sagen. Das war auch damals in Tomb Raider 1 so. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Das war cool. Da war alles so beschriftet und da konnte man einfach so sein kleines Jumping-Puzzle machen. Das fand ich cool, das zeige ich euch auch irgendwann mal. Wie gesagt, ich bin mir nach wie vor sehr sicher, dass ich mir Tomb Raider 1 noch LP'en will, werde. Weil irgendwie fühlt sich die Tomb Raider LP-Reihe sonst einfach nicht vollständig an. Ich meine, ich wollte ja, wie ich schon mal gesagt habe, eigentlich Tomb Raider Anniversary als Ersatz für Tomb Raider 1 LP'en. Aber es ist irgendwie einfach nicht das Gleiche und irgendwie bringe ich das nicht übers Herz. Oh. Okay, wie kam man nochmal zu dem Artefakt? Ich glaube, da musste man hier hoch. Dann so. Genau, dann glaube ich hier gegen. Dann irgendwie rückwärts gegen. Nee, keine Ahnung. Ja, wie waren die Artefakte kommen, weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Da schaue ich notfalls nochmal im Internet nach. Das ist aber, oder das ist das zweite und letzte Artefakt. Das ist aber vergleichsweise, glaube ich, recht irrelevant momentan. Hey, aber das sieht doch gerade ganz gut aus, oder? Wenn ich hier rüberspringe, könnte mich das nicht eigentlich zum Artefakt führen? Theoretisch? Klar doch. Gut, damit müssten wir dann 7 von 8 Artefakten haben, oder? Oder habe ich jetzt noch eins beim Counten vergessen? Ne, 7 von 8. Und das letzte haben wir schon gesehen. Sehr geil. Dafür gibt es leider keine Trophäe. Das enttäuscht mich persönlich auch sehr. Oh, das wollte ich gar nicht. Also ich meine, es gibt tatsächlich keine Trophäe dafür, alle Artefakte im Craftmaner zu finden. Finde ich sehr schade. Moment mal. Hier ist gar nichts weiter. Okay, na dann gehen wir zur 3. Dann gehen wir zu 3. Oder, Moment mal, kann ich da rechts rumklettern? Nee, aber... Ganz hoch komme ich echt wirklich nicht. Na gut, dann scheint hier ja nicht mehr zu sein. Dann gehen wir auf die 3. Okay. Links oder rechts lang? Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal links lang an. Hier war, glaube ich, hinter mir so ein Haken.
Ich werde mal rückwärts springen. Ich glaube, der Weg führt mich zum Artefakt, oder? Nee. Nee, irgendwie nicht. Keine Ahnung. Aber rückwärts, das führt mich doch bestimmt irgendwo hin. Aber vielleicht einfach jetzt noch nicht. Keine Ahnung. Gut, dann springen wir mal nicht rückwärts, sondern springen den ganz normalen Weg. Falls der mich überhaupt irgendwo hinführt, der führt mich ja auch nur auf so eine Schräge. Ah. Das ergibt schon mehr Sinn. Was machst du? Genau, du drehst diese Stange. Okay, dann verstehe ich jetzt, glaube ich, das Rätsel. Wie ich an das Artefakt komme. Schaffe ich es hier so seitlich ran? Nee, okay, schaffe ich das? Naja, schaffe ich nur da. Okay, also runter. Nochmal auf die 3. Dann könnte ich jetzt tatsächlich gleich das letzte Artefakt bekommen. Und damit dann alle Biografien und alles in Belohnungen freigeschaltet haben. Dann fehlen nur noch Time Trails und so weiter und bla bla bla. Aber ich befürchte echt, dass ich es nicht schaffen werde, hier Platin zu bekommen. Moment mal, was bringt mir das? Komme ich dann wirklich daran? Ich weiß es nicht. Soll ich das beim nächsten Mal mal probieren? Erstmal hole ich mir das Artefakt. Ja. Aber einen anderen Weg gibt es da noch nicht. Ich kann natürlich hier noch rechts lang. Ja, aber ich glaube, das funktioniert nicht mit dieser Stange. Gut, wir machen erstmal den Weg, okay? Kompromiss. jetzt will ich mal ganz schön auf die Paarzeit schauen, gucken, ob wir das wirklich noch schaffen. 13 Minuten, das sieht echt gut aus. Würde mich sehr freuen. Und ich habe gerade gesehen, darum hätte ich an so eine Stange gekonnt. Ah, hier komme ich noch zu so einem Schalter, ne? Hm. Oh, ich dachte gerade. So, was macht der Schalter? Also erstmal hier rückwärts kann ich höchstwahrscheinlich an die Stange springen. Die sich dann dreht. Genau. Zum großen Medipack. Und dem Knopf. Ah, das ist da. Ah, das ist da, wo ich gerade an diese Stange wollte. Oder wo ich gesehen hatte, oh, da ist ja eine Stange, ui. Und ganz oben auf dieser komischen Plattform, die ihr da eventuell die ganze Zeit seht, die da, da. Da befindet sich, glaube ich, dieser Schraubenschlüssel oder was auch immer. Das ist für den Wassergenerator halt. Und mit dem Wassergenerator können wir dann halt das Feuer ausmachen. Mit dem Feuer aus können wir an den Pfeil, dann können wir Pfeil und Bogen an die Statue setzen. Dadurch bekommen wir dann die Spieluhr. Mit der Spieluhr öffnen wir den Musikraum und dann haben wir den Craftmanor geschafft. Ich glaube, so war das. Ich hoffe, so war das. So, jetzt kommt nur diese verbackte Scheiße zum Abschluss noch, natürlich. Aber es sieht gut aus, denn wir sind so gut wie da. Oh, wir sind da. Genau, und wir haben den Schraubenschlüssel. Ich dachte, es wäre weg. Ich dachte, es wäre weg. Gut. Hätten wir das geschafft. Wir haben alle Artefakte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, 8 von 8. Und wir haben den Schraubenschlüssel und damit können wir uns jetzt theoretisch schon auf den Endweg begeben, sage ich mal. Ich dachte, das geht... Also ich wusste nicht, dass das so schnell geht. Ich dachte, das dauert echt länger. Hm. Schraubenschlüssel, damit müssen wir in den Garten. Ja. Mhm. Oho, also ich meine das so in Erinnerung zu haben. Ich bin mir wirklich nicht hundertprozentig sicher, aber schon so zu 98% oder so, dass es so dann auch klappen könnte. Ich wüsste zumindest jetzt gerade keinen anderen Weg mehr aus dem Kopf. Und dann kann ich, glaube ich, aus diesen komischen Dingern hier an der Seite Wasser entnehmen. Ja. Dann machen wir mal ganz kurz die komplette Kombo hier. Und noch einmal, ohne mich zwischendrin zu hocken. Sehr geil. Habe ich hier eine Sonnenbrille auf? Nö. Cool, Mann. Cool, man. So. Bumm.
Schraubenschlüssel. Ah, es funktioniert. Jetzt kann ich hier, glaube ich, so festhalten, ne? Genau. Sehr cool. Gemacht, meiner Meinung nach. Und das Wasser ist wieder an. Es funktioniert wieder. Die Bauarbeiter werden sich freuen, die den Pool reparieren. Sehr nice. Endlich. Jetzt aber schnell unter die Dusche. Oh, stimmt, das ist natürlich auch geil. Kann ich das doch einfach hier in den Brunnen machen? Ja. Oh, das hat meiner Meinung nach mehr Stil. Eimer mit dem Wasser. Großes Medipack benutzt. Ich hätte übrigens mal Lust, in irgendeinem Tomb Raider, am besten in Tomb Raider 2, weil das halt mein Lieblings-Tomb Raider ist, mal wirklich eine Nomad-Challenge zu machen. Also halt das Spiel durchzuspielen, ohne ein einziges Medipack zu benutzen. Ich hätte darauf mal übelst Bock. Ich bin mir sehr sicher, dass ich das in Tomb Raider 3 nicht schaffen würde. Tomb Raider 1, 4, 5 und 6 wahrscheinlich auch nicht. Nein, 6 sowieso nicht. In Legend und Anniversary ist es wahrscheinlich ziemlich unmöglich. Wobei in Anniversary nicht unbedingt, in Legend... Nee, in Legend vielleicht auch nicht unbedingt. Und Underworld, keine Ahnung. Underworld habe ich tatsächlich als einziges... Nee, das ist nicht wahr. Tomb Raider 4, 5 und 8, also Underworld, habe ich noch nie durchgespielt. Ich hoffe, dass Winston das Feuer heute Abend wieder in Gang bringt. Ah, ja. Habe ich jetzt den Pfeil? Der wurde mir gar nicht angezeigt. Ja, der Zierpfeil, sehr gut. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja, genau. Underworld habe ich von den drei neuen Teilen, sage ich mal, von Crystal Dynamics noch nie durchgespielt. Und von den alten, klassischen, halt 4 und 5 nicht. Von denen von Core Design. Und, falls ihr jetzt denkt, ach so, dann hast du das Reboot also auch schon durchgespielt. Nein, das Reboot habe ich nicht durchgespielt. Da hatte ich, keine Ahnung, da war ich fast durch zu 80-90% und dann hatte ich keinen Bock mehr. Weil ich muss sagen, ich hasse das Reboot. Ich finde es schlecht. Es macht mir wirklich keinen Spaß. Ich finde es einfach schlecht. Und es ist kein Tomb Raider. Es hat nichts mehr mit Tomb Raider zu tun. Abgesehen davon, dass die Hauptcharakterin aussieht wie Lara. Lara Croft heißt und große Möpse hat. Mehr hat es... Und der Name natürlich. Aber mehr hat es nicht mit Tomb Raider zu tun. Klar, man raubt auch Gräber aus. Aber mal ganz im Ernst. Tomb Raider. Lara Croft war schon immer die übelste Badass-Fotze. Schon in Teil 1, wie man hier sieht. Und in Tomb Raider... In einem Reboot von 2013 ist sie einfach so eine Pussy-Fotze, die erst zu einer Fotze wird. Und dann, wenn sie zum ersten Mal einem Typen eine Kugel durch den Schädel jagt, oh Gott, oh nein, hier, die tötet Monster aus Atlantis und denkt sich, jo, gib mir mehr. Und da frage ich mich echt, wie kann man sowas machen? Wie kann man sowas machen? Ich denke mal, ich hätte das Spiel gar nicht so schlecht gefunden. Wäre Lara nicht so eine Pussy gewesen. Bumm. Das ist ja herrlich grauenhaft. Und die Spitze der Keule bricht ab und darauf befindet sich die Musikbox-Zylinder. Die Musikspieluhr wollte ich eigentlich sagen, aber der Musikbox-Zylinder. Langsam komme ich voran. Langsam kommst du voran. Um genau zu sein, bist du fast fertig. Okay, das war jetzt etwas peinlich, dieses Papau. Aber ist egal. Wir haben es so gut wie geschafft. Wir müssen theoretisch nur noch hoch zum Musikraum gehen. Ich glaube, da ist auch Winston. Winston, der hier auch genauso aussieht wie in Legend. Und Legend hat er auch eine gewisse Rolle in der Story gespielt. In Underworld glaube ich auch, oder? Ich glaube, da kam er auch in einer Sequenz vor. Im ersten Level. Ich bin mir da aber nicht mehr ganz sicher. So, Leute, wir haben es so gut wie geschafft. Wir bekommen hier dann, glaube ich, auch noch eine Trophäe dafür, alle Rätsel im Craftmaner gelöst zu haben. Ich weiß nicht, also die Trophäe heißt halt, glaube ich, also die Trophäenbeschreibung ist halt, glaube ich, alle Rätsel im Craftmaner gelöst. Ich weiß nicht, ob dazu auch die Artefakte zählen, ob man die halt erst bekommt, wenn man die Artefakte hat, weil ansonsten wären die echt irrelevant für die Platin-Trophäe. Weil es gibt keine Platin-Trophäe für alle Belohnungen freischalten, nur alle Outfits. Es gibt keine Platin-Trophäe für, was sag ich denn mit Platin-Trophäe? Keine Trophäe für alle Artefakte im Spiel finden oder so. Nein, die Artefakte hier im Craftmaner sind komplett ausgeschlossen.
die bringt theoretisch für die Platin-Trophäe nichts. Eine schöne Melodie. Ja, und damit sind wir in diesem Raum. Ich glaube, das ist das Musikzimmer oder so. Und haben den Craftmaner abgeschlossen. Bäm. Heimat verbunden. Yeah. Erneut spielen, Musik, Galerien, Kommentare. Wir können ja an der Harfe spielen. Am Klavier. Und an diesem Ding. Und an der Box können wir, glaube ich, auch Musik einstellen. Genau, jegliche Musik. Wir haben jetzt nämlich jede Musik eingestellt und mein Lieblingslied ist, glaube ich, das hier. Ne, dann das. Ja, genau das. Nein, nicht ausmachen. Wieso machst du den aus? Ich mach's nochmal an. Das ist mein Lieblingslied aus diesem Spiel. Werdet ihr wahrscheinlich jetzt kaum was hören. Ist ganz schön leise. Weil mich persönlich erinnert es sehr an Fluch der Karibik und Fluch der Karibik ist meine persönliche Lieblingsfilmreihe. Und ja, lesen wir noch schnell die beiden Bücher nicht. Denn an dieser Stelle würde ich sagen, dass es das für den zweiten und damit vorletzten Bonuspart von Tomb Raider Anniversary war. Es gibt jetzt noch einen Bonuspart nach dem Part. Da gehen wir, wie gesagt, hier in diesen verschiedenen Level-Stile-Dings. Und ja, jetzt an dieser Stelle würde ich aber sagen, wir sehen uns dann in diesem wieder. Bis dann und ciao.